Auf dem Gelände der Wagenhallen soll die Imperimsoper als Übergangsspielstätte gebaut werden. Ob hier auch die Produktionsstätte entsteht, ist jedoch noch unklar. Bei einer Pressekonferenz hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn heute die besten drei Varianten vorgestellt. Eine Variante sieht vor, sowohl Spiel- als auch Produktionsstätte am selben Standort zu vereinen und ist Kuhns Favorit. Dieser Vorschlag ist einfach der nachhaltigste, weil man nicht danach alles abreißt, sondern die modularen Gebäude kann man verkaufen mit der Bühnentechnik und das eine Gebäude bleibt dauerhaft bestehen. Die Kosten variieren je nach Bauvorhaben zwischen 90 und 100 Millionen Euro. Eine endgültige Entscheidung soll voraussichtlich Anfang nächsten Jahres fallen.